Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder. Wie ihr seht, wir haben neue Tierchen bekommen und diese schauen wir uns auch gleich an. Und das Ganze nach dem Intro. Die Temperaturen sind da wieder besser geworden. Und aus eben diesem Grund habe ich mir auch wieder ein paar Tierchen bestellt. Aber zusätzlich zu den Tierchen, die ich haben wollte, konnte ich es mir einfach nicht nehmen lassen und habe für euch noch ein bisschen mit zugegriffen. Somit habt ihr jetzt also die Möglichkeit, auch diese Tierchen bei mir zu bekommen. Die sind auch just gerade eben erst angekommen, das heißt, sie sind noch nicht ausgepackt, ich habe noch nicht reingeschaut, das werden wir jetzt zusammentun. Ich denke mir, wir fangen einfach mit den Tierchen an, die ich für mich geholt habe und nicht alle, ein paar sind noch Secret. Wie lange die Secret sind, kann ich noch nicht sagen, aber mal abwarten. Irgendwann werde ich es euch zeigen. Und wenn wir damit fertig sind, dann gehen wir mit den Tierchen für euch weiter. Ich kann euch sagen, es sind auf jeden Fall echt schöne Tierchen bei. Und ich weiß, dass ein Großteil von euch diese Tierchen gerne hätte. Also schnacken wir gar nicht so lang und fangen direkt an. Dafür muss ich aber erstmal alles wegpacken, wir brauchen Platz. Fangen wir erstmal mit den Tierchen hier an. Das sind meine Monocentropus Balfouri Männchen. Die sind leider schon ausgepackt, weil ich Dödel schon bei dem ersten Tierchen für euch war und nicht gecheckt habe, dass die Aufnahme nicht an war. Deswegen sind die schon ausgepackt und ihr seht, die sind auch nicht rausgekommen, die hatten keine Lust. Ich werde sie euch aber trotzdem nochmal zeigen. Auch wenn sie halt nicht raus wollen, ne, die Männchen sind halt alle schön da. Und warum sollen wir sie uns nicht angucken? Ne? Und wenn sie sich halt schon so hindrapieren, dass sie sich so zeigen und gerne da drinnen bleiben möchten, naja, zumindest vorerst. Zumindest vorerst. Ja, das wird sich demnächst ändern. Ich bleibe natürlich nicht für ewig da drin, die kriegen natürlich hier zu Hause. Und hier haben wir das nächste Männchen. Vielleicht kann ich euch, ich habe nämlich vorhin so richtig schön die Bulben zeigen können. Ich gucke mal, ob ich das hier auch kann jetzt. Aber jetzt ist es leider nicht mehr möglich, offensichtlich. Ja, auch ich bin ein bisschen chaotisch. Doch, da ist sie. Seht ihr sie? Leuchtet da vorne so ein bisschen, so auf der Stelle hier, sie zu sehen. Ne? Zwei adulte Männchen. Und wie ich finde, auch super hübsch. Ne? Ihr seht es, so leicht haben sie noch diesen blauen Schimmer noch mit drauf. Ne? Ist halt immer abhängig davon, wie, in welchem Winkel man drauf guckt. Ne? Und ja, ich finde die super schön. Auch die Männchen, sowohl auch die Weibchen, beide super schön. Und das sind meine Tierchen. Die Secret-Tierchen habe ich mir noch nicht angeguckt. Also ja, da werde ich auch noch reinschauen. Aber das mache ich allein. Freue ich mich übrigens auch schon riesig drauf. Und vergesst nicht, das nächste Tierchen, was ihr seht, ist auch nochmal nachaufgenommen. Ihr habt also nicht gesehen, wie ich sie raushole. Aber ihr seht sie. Und das sogar sehr gut. Wie es immer so schön ist, ich habe vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Ich habe sie jetzt schon ausgepackt und sie ist gerade auch echt nicht mehr gut drauf. Einfach, weil ich jetzt mit ihr rumspielen musste. Ja. Es tut mir leid, ich habe das jetzt tatsächlich nicht drauf, wie ich sie rausgeholt habe, aber ich kann sie euch trotzdem jetzt zeigen, ne? Und wie gesagt, sie ist nicht so gut drauf, sie hat auch gerade nicht wirklich Bock auf irgendwas, und, aber ihr könnt sie euch angucken. Und das ist das Weibchen, das ist das Pirino Kilos Morinos OBT Weibchen und sie ist, finde ich, eine echte Schönheit, ne? Allein schon das Muster auf dem Hintern, alles, ne? Wenn man sich das anschaut, die Tiere sind unheimlich schön. Sie ist jetzt auf jeden Fall in einer Defensivposition, ne? Also wenn ich da jetzt rangehen würde, die würde zubeißen, die hat gar keinen Bock gerade auf mich, aber das kann ich auch vollstens verstehen, ich habe die auch gerade aus ihrem Röhrchen rausgeholt, ne? Also es, da hat die halt gar keine Lust drauf, wenn du sie aus so einem Röhrchen da rauspopelst und ja, ne? Vollkommen verständlich, die liebste Spinne der Welt kann genauso reagieren, wenn sie da wirklich rausgeholt wird, während sie sich schon in diesem kleinen Loch ein Zuhause gebaut hatte, wenn man so will, und ja. So sind die OBTs, ne? Das ist halt so die Charakteristik. Was ich halt sagen kann ist, für mich ist das nicht aggressiv. Ne? Aggressiv ist für mich, wenn sie mir jetzt entgegensteigen würde und mich angreifen würde. Das machen meine alle auch nicht. Ne? Die sind alle defensiv, die verstecken sich eher. Und wenn sie sich nicht mehr verstecken können und du halt zu viel bei denen rumpuppelst, dann ja, wehren sie sich eben. Ist also reine Verteidigung. Nichtsdestotrotz muss sie jetzt erstmal in eine Heimchendose rein, weil ich muss sie ja irgendwie auch, ja, ich muss ja die anderen Tierchen noch zeigen können. So. Und sie muss da jetzt rein. Komm schon. Huch. Nee, sie möchte nicht. Wir müssen sie nur in diese Heimchendose reinkriegen. Das ist nicht das Problem. Das kriegen wir hin. So. Ist doch gut. Immer dieses Rumgezicke. Hopp. Und da haben wir sie drin. Mach die Luke zu. Ne? Und ihr seht, die hat
keine Lust. So, jedenfalls haben wir hier das Mädel und die packen wir ordentlich beiseite, damit wir die nicht durcheinander tun, denn wir haben ja noch das Männchen. Und nachdem wir jetzt Pleiten, Pech und Pannen durch haben, würde ich sagen, gehen wir jetzt an das OBT-Männchen. Ich bin gespannt, wie der so drauf ist. Der wird wahrscheinlich nicht anders drauf sein, außer dass er seinen Hintern in die andere Richtung streckt. Und ihr seht's, ne, die Kamera hat so mit diesem Weiß immer so seine Probleme. Deswegen müssen wir ihn mal rausholen und dann sehen wir ihn auch richtig. So, dafür werden wir mal gucken, hopp, dass wir ihn da aufdröseln. Das habe ich übrigens auch bei den Weibchen gemacht, ne? Dann seht ihr mal so ungefähr, warum die so bockig sind. Dann schauen wir doch mal rein. Wo ist denn hier der Anfang? Da ist der Anfang. Ach, ich sehe hier gar nichts. Ich habe mal die Kamera vor den Augen. Ich sehe so wenig. Und wie bist du drauf? Auch bockig oder eher gechillt? Der sterbende Schwan? Kommst du raus? Ja, na klar, kommst du raus. So, und da haben wir das Männchen. Wie ich finde, auch super hübsch, ne? Auch dieses Muster am Hintern. Super schön. Und wie ihr seht, auch das Temperament ist ein ganz anderes. Ich habe den jetzt hier nicht anders rausgeholt als bei dem Mädel. Das Mädel ist sofort bockig und er nicht. Was mir auf jeden Fall auffällt, aber wahrscheinlich euch nicht unbedingt auffallen wird, weil mit der Kamera ist halt schwierig. Aber der Dude ist deutlich kleiner. Das ist ganz normal bei der Art. Die Männchen sind viel, viel kleiner als die Weibchen. Und wie ich schon sage, ne, ich finde auch der ist super, super hübsch. Und ich glaube, das Weibchen. Oh ja, das Weibchen hat sich hier sogar schon drin verewigt. Das sind ihre Fäden. So. Und ja, da haben wir ihn sitzen. Ich denke, der ist auch ein bisschen zackiger, ne? Ihr seht's, der flitzt im Kreis. Ich bleib mal da drin stehen. So. 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 Da haben wir ihn wieder. Ups. Da haben wir ihn nicht mehr. Jetzt haben wir ihn wieder. Ja, also wie ihr seht, auch vom Temperament ein ganz anderes als das Weibchen. Ich finde, der ist auch deutlich gechillter, auch wenn der ein bisschen zackiger durch die Gegend rennt. Jedenfalls, wie ich finde, eine super schöne Art und kann es nach wie vor nicht bestätigen, dass die aggressiv sind. Wie gesagt, aggressiv ist für mich, wenn sie mir entgegenkommen und mich angreifen wollen. Das ist aggressiv. Das ist eher defensiv, was die Dame hatte, ne? Ihr habt es ja gesehen. Danach war sie ja dann auch relativ gechillt, als sie dann auch in ihrer Dose drin war. Deswegen, also ich kann da nichts Negatives sagen. Ich finde die Tiere wundervoll und ich finde sie super hübsch, ne? Und auch dieses wundervolle Orange, ne? Was da so wirklich reinschlägt. Es sind unheimlich schöne Tiere. Und ja, temperamentvoll, beziehungsweise eher defensiv temperamentvoll. Und jetzt gucken wir, dass wir ihn auch hier eingepackt bekommen. Kriegen wir hin. Mal schauen, dass wir ihn, ja, komm, in die andere Richtung buxieren. Er soll ja da reinlaufen. Nun komm. Ich sehe halt immer nichts, weil die Kamera bei mir im Bild ist. Also ich arbeite über die Kamera. Echt eine unangenehme Arbeit, möchte ich sagen. Das will auch nicht drin bleiben. Pass mal auf, du. So, damit ihr auch ein bisschen mehr seht. Ja, so weit raus. Dann machen wir anders. Guck. Guck, da geht's lang. Nein, nein, nein. Nein, 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 mein Kleiner. Nein, nein, nein. Falsche Richtung. Na gut. Dann geh da rein. Ja, was nun? Da rein oder nicht? Nicht? Lieber so? Nee? Nicht? Können auch so machen. Huch! Bah, da hat er das gegeben. So, mein Guter, mein Gutster. Würden Sie jetzt bitte mal in die Dose gehen? Danke. Alles gut, der ist sachte gelandet. Auf meiner Zebra-Sammlung ist er gelandet. Da haben wir ihn nochmal. Da sehen wir ihn wieder. Und ja, wie gesagt, super schöne Tiere. Und wer gerne diese Tiere züchten möchte und sich sagt, ich hätte gerne ein Pärchen, jetzt ist deine Chance. Hier gerne nochmal im Vergleich. Ja. So, Männchen, Weibchen. Weibchen auch wieder gechillt, ne? Man sieht's, die ist wieder vollkommen in ihrem Element und ruhig. Also wie gesagt, es ist einfach nur der Stressmoment, wenn du sie rausholst, mehr ist es halt nicht. Aber damit nicht genug, wenn ihr euch sagt, wir möchten nicht so eine riesige haben, wir nehmen auch, wir hätten lieber eine kleine, wir würden sie gerne aufwachsen sehen. Ja, da habe ich auch zugepackt. Da haben wir nämlich auch ganz kleine da. Und da schauen wir auch mal rein. Nur aufpassen, dass der hier nicht gleich,
den Abflug irgendwo hin macht, wo ich ihn nicht haben will. Ich muss es hier irgendwie aufpopeln. Im besten Fall fällt er jetzt einfach hier rein. Das ist wahrscheinlich der günstigste Weg. Oder er geht auf meine Hand. Mein Gott, wie weit ist denn das gedreht hier? Da haben wir ihn. Oder sie. Wen auch immer. Und ja, ich finde auch super schöne Tiere. Müssen wir mal gucken, dass wir sie ordentlich draufkriegen. Ist wieder nicht möglich. Kommst du mal kurz auf meinen Finger, bitte? Please. Please. Ja, Finger ist nicht geil, ne? Das Problem ist halt dieses olle weiße Tuch hier, ne? Da wird halt immer so gegenbelichtet, dass wir das nicht richtig draufkriegen. So möchte ich das natürlich nicht. Aber wir sehen auch hier schon, der hat halt auch schon dieses tolle. Weißt du? Der hat halt auch schon dieses tolle Muster auf dem Hintern. Wenn wir ihn draufkriegen ordentlich. Und ja, ich finde die, wie gesagt, auch super hübsch, ne? Die kleinen Schnupsis hier. Die können halt was. Und sind super schnell. Ne? So muss es sein. So wollen wir unsere Spinnen doch, oder? Rasant und flitzig. Und immer auf dem Weg nach oben offensichtlich. Alles, was oben ist, ist immer gut. Ja, da habt ihr ihn, ne? Oder sie. Davon habe ich einige da. Ne? Also wenn ihr euch lieber sagt, ihr möchtet eine kleine haben. Und lieber mit einer kleinen anfangen, haben wir auch. Kein Problem. Haben wir da. Und ich finde die super hübsch. Ne? Und die wollen sich natürlich auch nur verstecken, wie ihr seht. Ne? Die haben auch gar keinen Bock, hier irgendwie drapiert zu werden oder gezeigt zu werden. Da, wo es dunkel ist, da fühlt er sich wohl. Oder sie. Und ja. Wie ich finde, schöne Tiere, auch das Muster schon auf dem Hintern drauf, ne? Auch schön orange schon, auch wenn sie auf der Kamera jetzt leider nicht so gut zu sehen ist. Aber ja, tolle Tiere, kann ich wirklich nur empfehlen. Und damit ihr das mal im Vergleich habt hier mit so einer kleinen Dose, so groß sind die Dudes, ne? Damit ihr wisst, wie groß die sind. Das ist die Größe. Wie gesagt, ich finde die super schön. Das wird auf jeden Fall eine Riesenarbeit, die ganzen kleinen Fussels in ihre Döschen zu bekommen. Und ja, auch das Einrichten, das Lochen, das wird richtig spaßig. Aber jetzt schnacken wir gar nicht so lange, sondern gehen direkt zum nächsten Tierchen über. Ja, da werden wir mal reinschauen. Wie wir sehen, sehen wir schwarz, helle Streifen. Was könnte es wohl sein? Packen wir sie mal aus. Ich weiß nicht, wie die Art drauf ist. Ich besitze noch keine von dieser Art. Deswegen bin ich gespannt. Denn es ist ein. Oh. Oh, ist das ein hübsches Tier, oder? Es ist ein Acanthoscoria guiniculata Weibchen. Und ich muss sagen, mir geht gerade das Herz auf. Das sind ja wunderschöne Tiere. Ich guck mal, ob ich sie hier runterbekomme. Komm schon. Please. Nö, die hat keine Lust. Die möchte lieber da drauf bleiben. Na gut, dann müssen wir halt mit dem Weißabgleich arbeiten. Und das akzeptieren. Und schaut euch das an, ne? Ist die hübsch, oder? Wahnsinn. Ich muss mal gucken, ob ich das hier irgendwie beiseite kriege. Und drücken wir das hier mal an. Die möchte halt nicht rauskommen. Und wenn sie nicht möchte, dann möchte sie nicht. Vielleicht kann ich sie mit der Zette ein bisschen bewegen. Sie hat losgelassen und direkt wieder festgehalten. Na komm. Na komm. Ja. So. Und jetzt haben wir sie drauf. Sehr schön. Jetzt können wir auch damit arbeiten. Schaut sie euch an. Ist das ein Traumtier? Irre. Also ein schönes Weibchen. Und ja, bevor jetzt die Frage kommt, ich guck mal selber. Wir haben eine Körperlänge von ein bisschen mehr als 3 cm, würde ich sagen, oder? Gucken wir nochmal. Bisschen genauer. Bisschen mehr als 3 cm Körperlänge. Und irre, oder? Das Muster ist ja der Wahnsinn von dem Tier. Ich habe halt noch keine gehabt, ich weiß halt nicht. Jetzt verstehe ich, warum ihr die alle so toll findet. Die ist ja wirklich ein Traum. Was ein schönes Tier. Irre. Wartet mal, lass mich mal Katrin fragen, was die davon hält. Katrin?
Katrin, hast du mal kurz? Ja. Komm mal gucken. Dann sag mir mal, wie du die Spinne findest, wenn du sie siehst. Also, jetzt kommt ein Schockmoment. Nö. Bin ich auf ich, Kamera? Nö, wenn du nicht hier reinläufst, sondern da stehen bleibst, nicht. Die ist hübsch. Oder? Guck dir das Muster mal an. Ja, die ist echt. Oh, und schüchtern ist sie auch. Ja, schüchtern ist sie auch. Irre, oder? Ja. Ist das was Besonderes? Ich glaube, die sehen halt alle so aus. Das ist halt ganz normal Acanthoscuria geniculata. Ich habe noch nie eine gehabt, aber das ist halt so zu den Tieren, die ich habe, noch ganz anderes Kaliber, oder? So auch dieses Beige, was sie da drin hat. Ich frage mich halt, wenn sie groß ist, ob sie denn auch noch so aussieht. Ja. Also genauso krass Kontrast. Ja. Vor allen Dingen, ich gucke mir das auch alles gerade an. So diese Beinchen hier oben, dass sie da dieses Knochenmuster so drauf hat, wie die Ephiobopus murinus. Das ist der Wahnsinn, auch diese kleinen Härchen, die sie da hat. Härchenaktivierung findest du nicht so toll. Aber was ein schönes Tier. Irre. Die Zähne sehen auch voll riesig aus, oder sind das Arme? Das sind Arme. Die Zähne siehst du nicht, das sind die Arme. Jason. So, gut. Dann habt ihr mal die Meinung von Katrin gehört und die mag keine Spinnen. Na ja. Also wenn ich sie nicht mögen würde, naja gut, mögen ist zu viel gesagt, aber die sind, also sie ist schon hübsch vom Muster. Ja, die ist echt hübsch. Gut, danke für die Meinung. Hunde, kommt mit. Also die macht ja schon richtig Spaß, allein anzugucken macht ja schon richtig Spaß. Irre. Aber wir müssen weitermachen, weil auch die Kamera hat hier irgendwann mal den Break. Sie müssen die jetzt mal hier reinbekommen in das, damit ihr das mal seht auch, ne, wie ich das mache und wie das funktioniert und oder eben nicht funktioniert, je nachdem. Ne, ansetzen, runterbringen, zack, und sie ist drin. Hoppedi, 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 zoppedi. Das war's schon. Das war ein Acanthoscuria guiniculata Weibchen. Aber auch da habe ich ein bisschen zugeschlagen und wir haben auch Slinks davon da. Das heißt, wir haben hier dieses kleine Näpfchen und schauen auch da mal rein. Und gucken uns mal den Sling dazu an. So, wenn ich das Teil rausbekomme. So. Schauen wir doch mal, wie der Sling aussieht. Oh! Der ist gar nicht so klein. Komm, hier. Hopp. Wenn ich dich nicht auf die Hand nehmen muss, dann mache ich das auch nicht. Aber man sieht auch schon so, auch der hat schon so diese Beinchen, dieses Muster. Alter. Auch oben an den Knien auch schon dieses kleine Muster zu sehen, ne? Irre. Seht ihr das? Irre. Was für schöne Tiere das sind. So, jetzt packen wir die wieder ein. Oder? Wir gucken noch ein bisschen. Ein bisschen können wir noch gucken. Wir gucken noch ein bisschen. Und jetzt packen wir das Tierchen wieder ein. Wenn ihr euch also sagt, ihr wollt nicht unbedingt ein großes Weibchen haben, sondern eher mit einem Sling anfangen, da haben wir jetzt auch welche da. So, den kleinen, den bringen wir mal hier rein. Auch super schüchtern. Hopp. Zack. Und drin. Ne? Gar keine große Sache. So, einen Deckel besorgen und dann ist die Welt tutti. Luke ist dicht. Als nächstes haben wir hier auch wieder ein größeres Weibchen. Und ja, wir schauen es uns einfach mal an, was wir da haben. Ich gucke direkt mal rein, was sehen wir? Ach, ich sehe nur ein Popo. Na gut. Ja, wir haben hier die Nandochromatus, wie sie mal hieß, jetzt Vitalius chromatus und ja, auch super schöne Tiere, denke ich, aber das werden wir uns gleich anschauen. Viele Leute haben diese Tierchen, finden die schön und ich musste mir jetzt das auch mal geben, dass ich sie mir mal angucke, wie ich es mal gesehen habe, wa? Lass mal los. Ja, auch ein schönes Tier. Auch ein schönes Tier und wieder nicht so gut zu sehen auf der Kamera. Kriegen wir dich da runter? Ja, eine Pinzette kriegt alles hin. Pinsel ist manchmal nicht so. So, da haben wir sie. Die Vitalius chromatus. Oder wie ihr sie auch kennt wahrscheinlich, die Nandochromatus. Und auch ein super schönes Tier.
auch hier wieder dieses Muster zu sehen, ne? Also auch diesen Beinchen, diese Muster, wie bei der Ephibopus morinus, das Skelett, ne? Echt hübsch, ne? Da zwei Stränge, hier hört's auf. Und ansonsten ist sie halt so vom Aussehen her schon sehr ähnlich der Acanthus coria geniculata, ne? Muss man sagen, die nehmen sich da tatsächlich gar nicht so viel vom Aussehen. Super schöne Tiere, wie ich finde. Schön. Ich war gerade schockiert, ich habe eben geguckt, ob ich überhaupt aufnehme, weil ich schon wieder denselben Fehler mache. Denn das Video geht jetzt schon 50 Minuten und ich muss hier immer wieder an- und ausmachen, weil die Kamera, die macht nicht so lange wie die. So, und dann sind wir wieder beim Tierchen. Ich finde die super hübsch, oder? Schreibt so gerne in die Kommentare. Schönes Mädel. Ja, und auch die haben wir jetzt da. Und wir bringen sie jetzt in eine Heimchendose. Bringen wir sie rein. Hopp. Gucken. Ah, ihr wollt bestimmt auch was sehen. Denke ich mir so. So. Und dann gehe ich halt immer mit der Öffnung Richtung. Jetzt geht gerade gar nichts. Jetzt blockiert sie sich in die Ecke rein. Na komm. Na komm. Na komm. Ja, wie ihr seht, auch aktuell eher ruhigeres Format. Okay, der Pinsel schafft es nicht. Was der Pinsel nicht schafft, schafft meistens die Pinzette. Na komm, geh rein. Hopp, hopp. Na, wenn der Weg erstmal nach oben geebnet ist, dann gehen die auch von ganz alleine rein. Genau, schmeißen wir was um. Und dann machen wir einfach die Luke zu. Und da ist die Nandochromatus. Vitalius chromatus. Und natürlich habe ich mich auch da nicht lumpen lassen. Na, auch da habe ich Slinks davon da. Die schauen wir uns jetzt auch mal an. Und dann schauen wir mal, wie der Schling aussieht. Machen wir mal Loki Loki. Na, wo ist er denn? Da ist er ja! Da sitzt er. Der kleine Pelzhintern. Ja. Ne? Das ist der Mini-Furz zu der großen Spinne, die ihr eben gesehen habt. Alle unbestimmt. Ne, sind auch sehr, sehr, sehr klein. Und ja. Wie ich finde, auch nochmal recht hübsch, ne? Auch im Vergleich zu anderen Slings. Der hat hinten echt so ein kleines Pölsterchen drauf, ne? So ein kleines Brennerpölsterchen. Super hübsches Tierchen. Kommen wir noch ein bisschen näher ran? Kriegen wir das hin? Bisschen näher kommen wir noch. Na, ist doch wundervoll. Ne? Jetzt seht ihr auch dieses Pölsterchen da hinten dran, was ich meine. Ja, und das ist die kleine Version von der größeren, die ihr eben gesehen habt. Wollte eben große sagen, aber die ist noch nicht groß. Aber sie ist größer. So, und auch den kleinen Pups bringen wir jetzt hier rein. Zack. Nandochromatus. Und damit ihr auch hier auch mal einen Vergleich habt mit der Größe. Ja, das wäre die Größe zu dem Tier. Ja, also wer weiß, wie groß die Dinger sind, kann das jetzt ungefähr einschätzen. Ja, ich sehe gerade, hier will schon jemand rauskommen. Da hat schon die Luke aufgemacht. Ja, die möchte scheinbar sich gerne zeigen und deswegen, warum nicht? Na, die Luke ist offen. Deswegen muss man das auch immer gut zukleben. Na, also die kommen auch raus, wenn sie das wollen. Wa? Und dann müssen wir das halt... Nehmen wir sie halt als erstes. Und das ist eine Nandu Colorado Villosus. Und... Alter Falter, ist das ein Brocken? Juhu, nee. Ein, oh, Entschuldigung. Das ist ein Riesending. Was für ein Riesenspinnchen. Und die kriegen wir hier noch. Im Vergleich mit dieser Riesendose hier. Ist die riesig. Und guckt euch diesen Pelz an. Wir können uns die jetzt auch hier tatsächlich relativ gut angucken, weil die so groß ist. Ja, schön pelzig, die Kollegin. Ist eine Dame, ne? Also wirklich eine semi-adulte, super-adulte Dame. Und ja,
Super schön. Alter Falter. Aua Falter. Hier sieht man auch die kleinen Krallen so ein bisschen. Na, seht ihr die an den Tatzen vorne dran? Alter. Ich würde die gerne da rausholen, aber ich bin ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was hier passiert, wenn ich es versuche. Ich hätte sie gerne hier drin, aber es ist nicht viel Platz hier drin. Es kann halt sein, dass sie sich sagt, okay, dann gehe ich jetzt komplett raus. Na. 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 Stück für Stück geht's voran. Denn das ist der Lauf der Welt. La la la. Oko. Nee, 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 nicht, dass Disney hier ankommt, wa? Na, wer weiß, welcher Film das war? Einer meiner Kindheitsfilme. Ist natürlich nicht der Originaltext gewesen. Na, Purzelchen will nicht raus. Ist jetzt auch nicht in der Aggressivstellung oder irgendwas dergleichen. Die weiß halt nur nicht, wohin mit den Füßchen. Ne? Das ist halt das Problem. Sie weiß nicht, wohin mit den Füßchen jetzt, weil sie natürlich, hier geht's bergab. So, jetzt hat sie natürlich, wenn ich sowas mache, hat sie natürlich keinen Bock mehr. Ne? Und ja. Super schönes Tier. Sehr, sehr pelzig. Habt ihr den Triesel gesehen? Seht ihr den Triesel auf ihrem Kopf? Guckt ihr den Triesel an? Ich kenne ihn nicht mehr. Guck es dir an. Siehst du das? Da oben, den Triesel. Junge, was ist das denn? Er hat sich aber diesmal nicht die Haare gemacht hier zur Schaustelle. Was ist denn da los? Ist das krass. Guckt, die hat so einen richtigen Triesel da oben drauf. Wie so ein kleiner Tornado auf der Mütze. Ist ja krass. Wie siehst du denn aus? Das ist ja cool. Hab ich auch nicht gesehen. Ich hab nur richtig einen Pelzball da oben dran. Irre. Was ein schönes Tier, oder? Aber bei ihr weiß ich jetzt nicht so genau, wie ich das jetzt am besten wieder dicht mache. Und die bekomme ich ja auch nicht in eine Eimchendose. Die ist ja riesig. Wir können versuchen, sie in eine Eimchendose zu bugsieren. Ich glaube aber nicht, dass das klappen wird. Das Einzige, was mir noch einfällt, ist halt, sie wirklich zu nehmen und dann einfach in irgendeine Dose mit reinzupacken und die Dose zuzumachen. Weil, wie gesagt, dieses Ding hier, was ich da jetzt habe, das wird nicht hilfreich sein. So. Mal gucken, was sie da jetzt rausbekommen und in die Heimchendose bugsiert bekommen. Na komm. Ich pitche auch gerade echt zu viel an ihr rum. Die hat da auch gar keinen Bock drauf. Na komm. Kriegst nachher ein schönes Zuhause. Na gut, die will nicht. Ich gebe jetzt einfach eine größere Dose, da packe ich sie rein und mache die Luke zu. Davon habe ich ja Gott sei Dank noch einige da. Ne? Also das ist nicht das Problem. Düschen haben wir zuhauf. Hopp, hopp, hopp. Zack, rein. Und dann können wir hier die Luke dicht machen. Ja, das war die Nando Colorado Villosus. Eine richtig schöne große Dame mit einem tollen Triesel auf dem Kopf. Machen wir direkt mit der nächsten weiter. Und zwar haben wir hier eine Nandu Tripepi. Wir sind noch bei den Nandus und die hier müsste eigentlich, ich habe die damals bei Steven im Aachnida-Shop gesehen. Ich habe leider zu spät mich entschieden, sie zu kaufen, weil ich fand die echt geil. Muss ich wirklich so sagen. Die war richtig, richtig pelzig. Sie sah aus, als wenn die richtig so lange Haare runterhängen hat. Super krass. Und wir gucken mal. Sippe die Sipsap. So, rollen wir die schon mal aus. Den roten Teppich. Da haben wir sie. So. Gucken wir mal, was ich auch nicht drauf bekomme. Der fehlt noch, dieser dicke Pelz, ne? Den hat die noch nicht. Huch. Hey, 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 drin bleiben. Drin bleiben. Na, na. Wieder rein mit dir. Chill. 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 Oh. Gut, machen wir es anders. Kommst du halt direkt in eine Heimchendose. Oder auch nicht. Was machst du da unter meinem Tisch? Ein Moment. Ja, und die ist ein bisschen zockiger. Wir haben sie. Die hat sich unter meinen Tisch geklemmt und fand das ganz toll, hat sie gesagt. Und ja, die hat noch nicht dieses Pelzige. Die wird noch richtig böse pelzig, ne? Man sieht es auch schon so ein bisschen im Ansatz. Der Hintern ist schon sehr, sehr pelzig, ne? Und die werden noch pelziger. Wie gesagt, wenn ich die halt raushole, können die halt mitunter natürlich immer ein bisschen gestresster sein als vorher, ne? Die können vorher total chillig gewesen sein und wenn ich sie halt raushole und sie dann auch rausdrehe,
dann können die halt super gestresst sein und dann rennen die halt auch so los. Das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Ne? Das kann auch sein, dass die in der nächsten Zeit, wenn sie denn ihr Zuhause hat, die Ruhe selbst ist. Ne? Also das macht gar keinen Unterschied. Das ist halt wirklich nur der Punkt, wo man dann halt die Tiere auspackt. Da sind die immer ein bisschen gestresster. Darauf sollte man natürlich dann auch echt immer ein bisschen vorbereitet sein, wenn man die Tiere bekommt. Am besten keine Haustiere, also keine Hunde, Katzen oder irgendwas dergleichen, die Jagd auf das Tier machen können, in der Umgebung haben, wenn man ein Tier auspackt. Das ist, denke ich, selbstverständlich, dass man da dann nicht Hund und Katze um sich rum hat, während man mit den Tieren hantiert. Und ja, hier seht ihr sie nochmal. Da muss man halt immer ein bisschen vorbereitet sein, dass sie da auch lossteigen können. Das ist ganz normal. Ja, und wie ich finde, auch eine hübsche. Aber die hat noch nicht diesen extremen Pelz. Guckt einfach mal im Internet, was ihr da findet. Nandu Tripepi, super pelzige Tiere. Ich habe leider kein Bild zu ihr und ich werde auch keins von irgendwo benutzen. Deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Aber ihr könnt ja selber googeln. Ne? Ihr könnt euch selber diese Tiere raussuchen. Wenn ich eine hätte, und ich hätte sie fast gehabt, dann ja, würdet ihr wissen, was ich meine. Denn die sind wirklich pelzig. Wirklich sehr, sehr pelzig. Die hier noch nicht so, aber das kommt noch. Und jetzt kommen noch mal zwei Tierchen. Und ja, ich habe sie mit Absicht in der Hand. Nicht nur, weil es zwei Weibchen oder zwei Männchen sind. Es ist wieder ein Pärchen. Und ich denke, auch wieder eins der Highlights hier. Deswegen kommt die auch als allerletztes. Und ja, ich denke, wir fangen mit dem Weibchen zuerst an. Das ist ein... Oh, ich sehe es schon. Ein Träumchen ist es. Gucken wir mal, wie sie drauf ist, wenn wir sie rausholen. Es ist ein... Dass ich das immer so zurückrollen muss. Ein Davus Pentaloris Weibchen. Und leider nicht so schön zu sehen, wie es eigentlich sein müsste. Ich gucke mal, ob ich sie rausbekomme. Na, die wird zackiger sein. Oh, ich habe hier einen Faden von ihr. Die wird ein bisschen zackiger sein. Na, ihr seht es. Da jagt die los, die gute Frau. Ha! Wo bist du denn hin? Einen Moment, wir haben sie gleich. Kein Problem. Und wenn sie in der Dose ist, ist das ehrlich kein Problem mehr. So. Weibchen unter Kontrolle. Und jetzt gucken wir uns hier nochmal an und schaut euch dieses Muster an. Okay, wir schauen es uns nicht an. Ich sehe sie halt auch nicht, weil sie immer gleich so schnell wegflitzt und ich hier das Licht vor meiner Nase habe. Ich wünschte, ich könnte euch zeigen, was ich meine. So, da ist sie. Guckt euch dieses wundervolle Muster an. Ne? Irre. Was ein schönes Tier. Und leider tut meine Kamera hier gerade sagen, sie hat keinen Bock mehr. Strom ist alle. Ich hoffe, ich kann sie euch jetzt noch lang genug zeigen, damit ihr sie noch gesehen habt. Davus Pentaloris Weibchen. So. Ich weiß, ich konnte es euch jetzt nicht lange genug zeigen, aber wie gesagt, die Kamera macht hier gerade die Grätsche. Und deswegen gehen wir direkt zum Männchen über. So. Machen wir mal die Luke üff. Oh, guck ich auch so ein pelziger, bunter Hintern an. Bitte hopp. Also ich bin auch ein bisschen beeindruckt, weil sie halt so sportlich unterwegs war jetzt. Na, das Mädel war jetzt sehr, sehr sportlich unterwegs. Ich brauche mal einen Pinsel. Normalerweise sind die ein bisschen ruhiger, aber die ist halt echt auf Vollgas getrimmt. Schauen wir mal, was das Männchen dazu sagt. Lass du mal los. Danke. So. Jetzt. Ja, die ist auch zuckig, ne? Ihr seht das? Man sieht das gleich am Verhalten. Wenn die so ein bisschen so rumzucken, so gewaltig, ne? Da guckt euch diese Zuckung an. Dann wisst ihr schon, die ist schneller unterwegs. Und die hat auch keinen Bock, jetzt hier sich zu zeigen oder irgendwas dergleichen. Aber wir nutzen es einfach. Ich spiele jetzt auch nicht weiter rum. Wir nutzen jetzt einfach die Kamera, solange sie noch kann. Schaut es euch an, ne? Ist das nicht ein tolles Tier? Dieses Muster, sie da hat. Und es ist halt wirklich ein grelles Orange, auch wenn es bei euch jetzt nicht so rüberkommt. Aber das Orange ist schon echt gewaltig. Ich weiß nicht, ist das ein Orange? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann hat sie halt auch hier dieses Pelziger hier mit drauf. Und der Pinsel, der macht, was er will. Nein, der macht, was ich will. Aber halt leider verdeckt er immer alles.
Da. Also dieses Pelzige da auf dem Popo drauf. Ja, wunderschöne Tiere, wie ich finde. Und er sieht auch original so aus wie das Weibchen selbst, ne? Da ist halt scheinbar gar kein so großer Unterschied. Am Ende ist ein gewaltiger Unterschied, das kann ich euch sagen. Aber so jetzt aktuell ist da noch gar kein großer Unterschied. Wir sind so ungefähr bei 3 cm Körperlänge wieder. So sind auch alle rum, ne? Außer dieses Riesenbiest, das ich da habe, ne? Die ist ein bisschen größer, aber die ist halt auch schon sub-semi-adult. Und auch die bringen wir jetzt noch in eine Heimchendose. Beziehungsweise ihn. Müssen wir schauen, wie wir es am besten hinkriegen. Weil der Kollege macht nicht das, was ich will. Nuko. Na, ihr wollt das bestimmt auch wieder sehen. Solange die Kamera noch an ist und noch läuft. Komm. Einmal durch die Fänge durch. Jetzt lass doch mal los da. Gut, wenn es nicht so geht. Lässt auch nicht los. Ne? Zack. Echt. Ist alles kein Drama. Alles relativ einfach, wie ihr seht. Ne? Nicht schlimm, nicht schwer. Ja, und das ist das Davus Pentaloris Pärchen. Also wenn ihr da Interesse habt, ne, auch die sind jetzt da. Ja, und das waren jetzt auch alle Tierchen. Ich finde, es ist auch eine ordentliche Menge, die wir jetzt da haben. Und wenn ihr da Interesse habt, Instagram oder auf Discord, alles Link in der Beschreibung, könnt ihr gerne Kontakt zu mir aufnehmen. Von mir steht jetzt noch einiges an Arbeit. Ich muss das Ganze jetzt sichten, schneiden, rendern und für euch hochladen, damit ihr das Video heute noch bekommt. Ich habe es also gerade eben erst gemacht, so am Mittwoch. Wie spät haben wir es überhaupt? Wir haben es jetzt 11.30 Uhr. Ne? Und ihr wisst, um 17 Uhr bekommt euer Video. Das heißt, ich muss jetzt zack, 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 muss mich ranhalten. Also hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass mir doch ein Like da. Ein Kommentar wäre auch ganz nett. Und wenn du ganz neu hier bist, kannst du gerne ein Abo dalassen. Würde mir extrem weiterhelfen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!